und grüne Leitplanken. Wir brauchen soziale Leitplanken gegen soziales Elend in der Marktwirtschaft. Und wir brauchen grüne Leitplanken, ökologische Leitplanken gegen ökologische Verantwortungslosigkeit. Die Leute wollen das nicht wissen, weil das bedeutet, dass wir unser Leben ändern müssen. Dass unser Bruttosozialprodukt zu 80% auf Kosten der Umwelt geht. Das können wir nicht so weitermachen. Unsere Wirtschaftsweise führt in die falsche Richtung und wir fahren dann nur noch schneller. Das ist unser Ziel, noch schneller zu fahren, ohne zu denken, dass die Richtung falsch ist. Für mich ist rechtlich eins wichtig. Wir befinden uns beim Klimaschutz nicht mehr im Bereich der Vorsorge. Wir sorgen nicht vor für irgendeine Situation, wo wir nicht wissen, ob sie vielleicht eintritt. Wir befinden uns in einer Situation, wo der Gesetzgeber und auch die Ländergesetzgeber eine Verpflichtung haben, uns, sie alle, zu schützen. Mir ist es wichtig, dass wir hier die Frage sehr ernsthaft erörtern, wie wir es schaffen können, bescheidener zu leben und Leute dazu einzuladen, den Wohlstand, den wir erreicht haben, so zu teilen, dass man selber nicht arm ist, denn davor haben Leute Angst, das muss man auch zur Kenntnis nehmen, aber auf der anderen Seite auch anderen Leuten nicht zumutet, zum Beispiel wie eben in Warschau, als die ganzen Entwicklungsländer fast mit Tränen aus den Augen rausgegangen sind am Ende, zumutet, dass sie Unglück erleiden in Ausmaßen, die wir uns zum Teil gar nicht vorstellen können, weil solche Wetterereignisse bei uns gar nicht stattfinden. Jeder, der ein bisschen über das Problem nachdenkt, weiß, das Problem ist nicht mittelgroß und nicht groß, sondern es ist gigagroß. Es ist gigantisch groß und in so einer Situation muss man alles einsetzen. Wenn Sie einen großen Waldbrand haben, da rücken auch alle Feuerwehrautos aus. Da haben Sie auch ein paar Feuerwehrflugzeuge und von mir aus Feuerwehrschiffe und Sie werfen alles in die Schlacht, was Sie haben, um den Waldbrand zu löschen. Und genauso ist es mit dem Klimawandel. Wir müssen alles, was wir haben, in die Schlacht werfen. Ökologisch-soziale Marktwirtschaft ist eben mehr als die soziale Marktwirtschaft des letzten Jahrhunderts. Das war eine große Errungenschaft, Menschen aus der Armut wieder in die Gesellschaft zurückzuholen. Aber jetzt kommt es darauf an, aus der Marktwirtschaft auch eine zu machen, die die Natur verträgt und die Natur erträgt. Und davon sind wir weit entfernt. Natürlich kann auch ein Bundesland ganz eigene Steuerungen in die Hand nehmen. Es ist eben die Frage, ob man mehr Straßen baut oder mehr Schienen baut. Es ist eben die Frage, ob man mehr Braunkohle verstromt oder aus erneuerbaren Energieträgern den Strom produziert. Und es ist eben auch die Frage, ob man das Ehrenamt honoriert oder nicht. Die Regelungswirkungen der Raumordnung haben sich in den letzten 10 Jahren doch erheblich erweitert. Und meines Erachtens nach kann man ohne weiteres in der Landesplanung durch die ausschließliche Festlegung von Bestandsstandorten, gegebenenfalls sogar mit maximaler MW-Zahl, um zu verhindern, dass neue Blöcke ausgewiesen werden dort, am Standort Boxberg zum Beispiel, faktisch neue Kohlekraftwerke in Sachsen verbieten.